Servus meine Imkerfreunde, Viecher, Dattnebe, Stockmeißel und ein bisschen für die Angstmenschen unter euch, so wie mich. Schutzkleidung, jetzt geht's auf zum Imkern. Ich grüße meine Freunde und mal eine andere Begrüßung. Könnt noch ein bisschen Lichter machen, dass das alles ein bisschen heller und schöner ist. Was mir so gerade aufgefallen ist, der folgende Teil, der was jetzt gerade im Anschluss kommt, oder der was jetzt im Anschluss kommt, ist ja schon ein bisschen älter. Das, was ihr vorher gesehen habt, die Bienenkästenaktion, die war ja schon vor 4 Jahren. Und danach dem Schnitt jetzt vor der letzten Folge hat sich das Ganze im Sand verlaufen. Der Thomas hat daheim im Keller 20 Kästen gemacht. Danach ist die Aktion quasi so gestorben. Die Nachbarn haben sich beschwert, am Sonntag, das ist zu laut, das geht nicht, das kann man nicht machen. Dann ist das wieder in Vergessenheit geraten. Vor die ganzen Filme her wüsste ja jeder, dass ich mir sage, mach, tu. Ich habe dann die gefräst. Und zwar habe ich dann, um das euch zu zeigen, hier diese Zapfen eingefräst und habe gesagt, Thomas, dann lässt du mal alle durch. Das heißt, ich habe alle schön durchgefräst. Ich finde auch die Filmaufnahme leider nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich es vor Frust gelöscht, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall, ich finde es nicht mehr. Ist ja jetzt egal. Dann hat sich aber der Fräser verstellt nach unten. Das heißt, nicht nach unten, sondern nach hinten oder was war es denn? Ich kenne mich da nicht aus. Jetzt habe ich meine ganzen Bretter verfräst. Wenn ihr jetzt anschaut, Infrarotkabine, die Seitenwand, das sind diese, was man einfach wegschmeißen kann, da haben wir jetzt 50% Ausschuss, oder ich habe da 50% Ausschuss produziert. Was haben wir aus den langen Bretter gemacht? Aus den langen Bretter haben wir auf der Seite und der Seite die Zapfen, was ich reingefräst habe, abgeschnitten. Das war dann Abfall. Und diese Wände jetzt kommt man jetzt vom Kasten her. Die Längsbretter haben wir neu gemacht, seht ihr ja jetzt dann. Und diese Bretter haben wir dann eben quer eingefügt und dann hat es wieder gepasst. Also, dann kam noch dazwischen, dass der Thomas dann Schreinerei, kann es jetzt mal so erwähnen, vererbt bekommen hat. Ist auch ganz stolz drauf, er ist ja auch kleiner Schreiner. Und dann ging es jetzt natürlich wieder voran mit unseren Kästen, weil wenn du mal Werkstatt hast, der Ofen, der was da drin ist, hat jetzt auch schon erneuert. Also das ist jetzt schon wieder auf etwas neueren Stand. Da hat er ziemlich viel Schweiß und Geld reingesteckt. Ja, schaut es euch selber an. Und die sind jetzt auch nicht mehr zapft worden. Nein, die wurden jetzt auch geklebt. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen das noch sind oder werden. Ich habe jetzt diese jetzt logischerweise geschnitten und die nächste. Und beim Rest, da schauen wir mal. Viele Kommentare sind sie jetzt natürlich nicht, aber ihr kennt ja, ich finde ja immer wieder mal ein bisschen Pausen, wo man sehr viel quatschen kann. Ja, schaut euch den Mist gleich selber an. Ich bin froh, dass wir es jetzt über die Runden gebracht haben. Bodenbretter sind natürlich auch schon fertig. Zum Teil. Also die, was ich jetzt brauche, die habe ich fertiggestellt. Die anderen noch nicht. Immer noch nicht an der Stelle, weil ich brauche es ja nicht. Und dann lässt das auch liegen, weil es gibt ja auch andere Arbeiten. Jo, fällt mir sonst noch was ein? Nein, mir fällt nichts ein. Dann lassen wir das jetzt hier sein. Ich muss das Ganze jetzt noch hochrendern, geschnitten wird da jetzt nichts. Es ist so ruhig. Und zwar komme ich jetzt gerade von der Arbeit heim. Ich habe jetzt bloß noch mal schnell was anderes da übergeschmissen, weil mein Arbeitgeber das ja nicht haben möchte. Da ist er ein bisschen geschämisch. So. Aber nichtsdestotrotz. Schauen wir noch mal schnell auf die Uhr. Und dann könnt ihr mal sehen, zu welchen Zeiten, dass ich den Film dann mache oder die meisten Filme schneide. Bis ich jetzt dann ins Bett gehe,
wird es dann natürlich noch geschmeidige 4 Uhr, sage ich jetzt einmal, bis ich mich wirklich ins Bett schmeißen kann. Ja, es ist wirklich 1.10 Uhr. Gut. Die meisten werden hier schon ins Bettchen gehen. Der Herbert kommt aber jetzt erst an, damit er daheim was leisten kann. Was ich reim, ist gut. Ist immer schön von mir. Ansonsten, bis dann nochmal. Servus, Daumen hoch nicht vergessen zum Schluss, Like nicht vergessen, Werbung anschauen bis zum Schluss oder allgemein anschauen, aber ihr kennt euch da ja besser aus. Ja, beim Rest schauen wir mal.
Radio ist an. Jetzt will ich aber nichts mehr sprechen. Das kommt danach.